Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es eine Videokategorie, die ich fast nie mache, die sich aber viele sehr, sehr oft wünschen. Und zwar ein Haul, ein Raubzug. Wie ihr seht, ich war zum einen bei Starbucks, auch da habe ich was gekauft, ja. Und etwas, was die meisten jetzt niemals erraten würden. Und zwar war ich bei Pflanzenkölle. Ja, und viele werden sich jetzt fragen, warum macht ihr denn nie ein Haul und warum stellt ihr das jetzt so heraus? Ja, ganz einfach. Viele werden es wissen. Ich finde das eigentlich nicht so positiv, immer viele Sachen zu kaufen. Und ich kaufe wahrscheinlich auch viel zu viel für einen Otto-Normalverbraucher. Ja, ich war bei Pflanzenkölle und dort habe ich auch einige Sachen gekauft, die man in Deutschland vielleicht vergeblich sucht, wenn man meint, dass man sie vergeblich sucht, weil viele kennen sicherlich momentan. Ich bin auch sehr inspiriert durch die ganzen Vlogmas-Videos. Ja, die amerikanischen YouTuber haben irgendwie wahnsinnige Ressourcen, was Weihnachtskugeln angeht. Und mit ihren ganzen Läden haben die da solche Vorteile. Aber ich habe was gefunden, ein Geheimtipp für euch. Pflanzenkölle ist auch nicht schlecht. Ja, und ich habe dort einige coole Sachen gefunden und die möchte ich euch heute zeigen. Erstmal habe ich Geschenkpapier gekauft. Das ist zum einen Gold mit so schönen weißen Punkten. Gefällt mir wirklich gut. Und dann habe ich noch eins in Rot gekauft mit so weißen Schneeflocken. Und beide Papiere glänzen schön. Dann das erste Ornament, das ist hier so schön rot. Das sind rote Sterne, sehr, sehr viele. Und die waren sogar sehr günstig. Die haben, glaube ich, nur 2,99 Euro gekostet. Also ein wirklich guter Tipp. Und ihr werdet auch gleich sehen, was so der Color Code von meinem Baum ist. Das ist meine Spitze. Das ist die Baumspitze. Die kommt auf meinen Baum. Einen Baum habe ich übrigens auch noch gekauft. Der ist gerade noch im Auto, weil ich ihn alleine nicht hochbekommen habe. Und jetzt warte ich darauf, dass mich jemand rettet und ihn mir hochträgt. Aber das ist die Spitze. Der Baum gehört natürlich auch zum Haul. Also ist eigentlich das Wichtigste. Es ist übrigens eine lebende Tanne. Ja, die kann man einpflanzen oder aussetzen oder weiter verschenken. Ich weiß es nicht. Aber weiter. Die haben 2,99 Euro gekostet. Das sind solche Spitzenornamente. Und die sind in matt und in glänzend dabei. Finde ich auch sehr schön. So, jetzt kommen wir hier zu diesem schönen Ornament. Und zwar, das sieht so ein bisschen aus wie so ein Candy Cane in Kreisform, sage ich jetzt mal. Und das habe ich nur einzeln. Gekostet hat das 1,99 €, geht also auch noch. Und ich finde so ein paar Kugeln Standalone als Highlight echt cool. So, eine weitere Highlight-Kugel, das ist dieses Geschenk. Und es hat hier auch so ein rot-weiß kariertes Band. Und ist komplett, ich sag jetzt mal, 3D durchgestylt. Das war ein bisschen teurer, das hat 4,50 Euro gekostet. Aber das war es mir jetzt auch wert, weil ich finde, das kann man auch ganz schön wiederverwenden die nächsten Jahre. Oder auch einfach nur als Deko. So, jetzt kommt mein zweiter Favorit, sage ich jetzt mal. Es gibt nämlich noch eins, was mir am allerbesten gefällt. Und zwar ist es dieser Vogel. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ich hoffe, dass es scharf stellt. So, da seht ihr ihn. Er ist silber. Passt auch heute total schön zu meinem Nagellack. Und ich liebe ja solche Vögel und ich habe ja mal ganz viele Schmuckstücke gebastelt in die Richtung. Der Vogel hat, glaube ich, auch so um die 2-3 Euro gekostet und hat einen Clip und wie gesagt, den kann man auch das ganze Jahr eigentlich irgendwie zur Deko verwenden. Dann ganz wichtig, so Füllkugeln, da habe ich hier so silberne genommen. Hier ist alles auch rot voll geglitzert, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt und den Preis finde ich auch okay. Und zwar hier sind circa 10 Kugeln drin und es hat 4,99 Euro gekostet. Gibt es auch in allen Farben. Ja, ein weiteres Deko-Element, weil ihr seht ja, ist alles rot, silber bzw. mit so einem Pearl-Finish. Und zwar habe ich mir so eine riesige Perlenkette gekauft für, ich glaube, 6,99 €. Und die habe ich auch nur genommen, weil ich fest davon überzeugt bin, dass man die übers Jahr noch anders verwenden kann. Sonst wäre mir das zu teuer gewesen. Die ist sehr lang und die kann ich einmal so komplett um den Baum herumlegen. Das finde ich sehr cool. So, die hatte ich fast vergessen. Ich habe mich gerade total gefreut, als ich die aus der Kiste geholt habe. Sind die nicht cool? Das sind 6 Weihnachtsmänner, die wirklich total süß sind. Und die waren auch nicht so teuer. 6,99 € für so viele finde ich echt okay. Es gibt einmal die mit dem schwarzen Hut und dann gibt es noch diese normalen. Welche gefallen euch denn besser? Ich finde es auf jeden Fall cool, dass man gleich 6 Stück davon hat und damit einfach wirklich den Baum ein bisschen flächendeckend auch mit so etwas ausgefalleneren Kugeln dekorieren kann. Ein Herz. Das war auch nicht so teuer, das hat 1,99 € gekostet. Ich hätte, glaube ich, sogar noch mehr davon mitgenommen. Sie hatten aber leider nur noch eins da und das ist so komplett glitzerig. Aber ich finde es sehr, sehr schön und werde mir das irgendwo relativ weit vorne am Baum so als Highlight aufhängen.
So, und jetzt kommt mein absolutes Highlight. Ich zeige es euch einfach mal. Das ist so wie so eine kleine Kamera. Das ist so toll. Da steht Diva drauf und sie ist pink und deswegen passt sie eigentlich gar nicht zu meinem Color Code, aber ich musste sie trotzdem kaufen. Und ich habe gerade gesehen, dass die 10 Euro gekostet hat. Also sie sollte besser einen guten, sichtbaren Platz an meinem Baum bekommen, weil sonst hat sich das mal gar nicht gelohnt. Aber die kann man auch ganz schön, ja, so irgendwie noch als Deko verwenden. Aber ich glaube, übers Jahr hin ist mir das eigentlich zu kitschig. Aber ich finde sie so toll. Ich zeige sie euch jetzt hier nochmal. Und es ist so liebevoll gemacht, oder? Und ihr könnt sie euch auch gerne mal hier so von hinten anschauen. Also wenn das nicht cool ist, wenn wir den Amis da mal um gar nichts nachstehen, was coole Weihnachtskugeln angeht, dann weiß ich es auch nicht. So, das war's jetzt mit meinen Weihnachtskugeln. Das sind wirklich alle, die ich gekauft habe. Mit Baum zusammen habe ich, glaube ich, ca. 72 Euro gezahlt, was schon sehr, sehr teuer ist, wie ich finde. Aber ich glaube, dass ich die Kugeln, also ich habe mir schon mal vor ein, zwei Jahren welche gekauft, die benutze ich immer noch. Die sind momentan in meinem Adventskranz verarbeitet. Und ich finde es voll okay, sich da irgendwann mal so einen kleinen Stock an Kugeln anzulegen, den man dann auch jedes Jahr rausholt, ganz feierlich in so einer Kiste und die nach oben trägt aus dem Keller und dann anfängt zu dekorieren. Also ich finde das total schön. Das kenne ich auch so von meinen Eltern und das weckt wirklich Kindheitserinnerungen. So, dann war ich noch bei Starbucks, habe mir das erste Mal einen Lebkuchen-Latte gegönnt, dieses Jahr so ein Red Cup. Und das ist von DM, das war jetzt in der Starbucks-Tüte nur. Da möchte ich auch vielleicht Weihnachtskugeln oder Mandarinen drin dekorieren. Also nur mal so als Tipp, das war total günstig, irgendwie 2,95 Euro. Sowas kann man immer mal gebrauchen. Und jetzt aber mein eigentlicher Kauf von Starbucks, und zwar dieser To-Go-Becher, der kalte. Also für kalte Getränke. Und er hat hier wie so einen Candy Cane Strohhalm. Das finde ich total süß. Und ist insgesamt ganz schön. Und den möchte ich jetzt die nächsten Tagen und Wochen einfach mal benutzen. Ja, um einfach mal wieder mehr auch kalten Tee trotzdem zu trinken. Ja, und das ist auch nicht gut, wenn man die ganze Zeit nur heiße Schokolade trinkt. Deswegen lasst euch ein bisschen motivieren, auch noch andere Sachen zu trinken. Vor allem kalte Getränke. Ja. Das sieht so schön aus, das muss ich euch jetzt nochmal zeigen. Hier, schaut mal. All meine Kugeln nochmal auf einem Haufen sozusagen. Hier vor allem diese Kamera Diana Lomo mäßige. Aber natürlich auch hier den Birdie, sage ich jetzt mal. Und dieses Geschenk sind ja einfach mal super cool. Und was ich euch auch noch zeigen muss, Jimmy hat auch seinen Crazy Christmas Pullover an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also ich habe auch so einen verrückten Christmas-Pullover. Das ist dieser orangene mit den pinken Bömmels dran, den kennt ihr aus einigen Haarvideos von mir, da habe ich den mal getragen. Aber Jimmy hat auch einen. Sieht das nicht süß aus? Und vor allem, was ich besonders cool finde, der hat wirklich relativ lange Ärmelchen. Und das ist jetzt auch manchmal, wenn es echt mit Schnee und so ist, das gar nicht schlecht. Oder Jimmy? Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, mein kleiner Haul. Bitte schreibt mir doch, welches Ornament euch am meisten gefallen hat. Ob ihr auch schon welche gekauft habt dieses Jahr, wo ihr hier in Deutschland coole gefunden habt, in welchen Läden. Ich glaube echt, wir stehen den Amis da eigentlich um nichts nach. Wir müssen nur richtig gucken und suchen. Ansonsten bin ich immer noch dran, meinen 2012-Tag zu Ende zu entwerfen und zu drehen. Also wenn ihr noch Fragen habt, was könnte denn in so einem 2012-Tag drin vorkommen, bitte gerne her damit. Ja, und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!